Ich würde nicht von einer Schicksalswoche für den Euro sprechen. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir die Euro-Krise noch nicht völlig überwunden haben. Das galt in der vorigen Woche, das galt in der letzten Woche des Jahres 2014 und das gilt auch in dieser Woche. Die EZB trifft ihre Entscheidungen sowieso unabhängig und ansonsten hat das griechische Volk die Möglichkeit, Wahlen durchzuführen. Das werden die Bürgerinnen und Bürger Griechenlands verantwortungsvoll tun. Und dann schauen wir weiter. Über 2000 Personen getötet und es machen gar nicht, wie lässt sich das nicht umgerechnet? Ich habe als Bundeskanzlerin unbeschadet, ob mir die Inhalte gefallen, ein unmittelbares Interesse daran, dass in jedem Ort in Deutschland demonstriert werden kann, weil es sich um ein Grundrecht handelt. Und was ich jetzt verstanden habe, sie wird immer noch Europa.